Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sekiro Shadow Darkwas. Und heute werden wir hier ein bisschen am Grab rumlaufen und gucken, was man hier so erreichen kann. Wir waren in der letzten Folge schon kurz hier drin. Wir wissen, dass hier um die Ecke irgendwo einer mit einer Kanone steht. Sagt, ihr habt hier nicht zufällig einen kleinen Halunken vorbeilaufen sehen, oder? Wir suchen nämlich einen und ich bin mir ziemlich sicher, dass er hier lang gelaufen ist. Ah, was hatte er denn an? Er trug einen schwarzen Hut. Ein ganz kleiner Kerl. Hm, hier ist kein Mensch vorbeigekommen. Nur etwas, das wie ein Tier aussah. Ein Waschbär oder vielleicht ein Dachs? Sicher, dass ihr das Tier nicht mit eurem Kriminellen verwechselt habt? Ach, komm schon. Ah, vergiss es. Hier ist irgendwo ein kleiner Typi. Den müssen wir höchstwahrscheinlich suchen. Und zuerst widmen wir uns dem hier. Dann schnappen wir uns den hier. Haha, verkackt. Oh Gott, hier habe ich gesehen. Das ist mein Loot. Handvoll Asche. Leichter Geldbeutel. Konfekt. Oh, die muss ich leider töten. Oh, da ist noch einer mit einer Kanone. Ha. Okay, willst du alleine gegen mich kämpfen? Das wäre echt nett. So, das zu dem. Schauen wir uns mal um. Was gibt es hier noch so Schönes an Leuten? Ah, da ist der Kanonenfuzzi. Oh, da geht's ins Haus. Wie komme ich jetzt dahin? Alles klar. Ich wette, du bist unter mir, ne? Könnte mich einer sehen? Nein. Okay. Du musst sterben. Oh, das ist noch einer. Wo guckt ihr denn hin? Das ist nicht mal eine gute Aussicht. Okay, irgendwie muss ich an den Kollegen rankommen hier. Oh, 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 oh. So. Die hätten wir erledigt. Ich möchte ja gerne nochmal rauf. Komme ich hier auch irgendwie raus oder? Oh, wir werden sehen. Vielleicht gibt es irgendwie ein Schlupfloch. Ich komme an. Sehr schön. Oh Gott. Ein Konfekt aus dem Sempo-Tempel. Wieso bist du tot? Wieso seid ihr tot? Schwindelblitz. Oh, mit dem können wir reden. Ah, das ist das kleine Viech. Hi. Ich habe diesen Narren gesagt, sie sollen damit aufhören. Aber das tun sie nicht. Sie schicken einfach mehr. Sowas von lästig. Hä? Gehörst du zu diesen Nachtschwalben? Nein. Natürlich nicht. Du wirkst irgendwie anders. Aber ich würde sagen, du hast das gleiche Handwerk. Ich bin der Schwarzhut-Dachs. Und du? Du bist ja echt gesellig, was? Erst diese Dickköpfe und jetzt ein schlecht gelaunter Shinobi. Und diese Ashina-Jungs entfachen draußen die Hölle. Kann der Tag noch besser werden? Seid ihr auf der Flucht? Sowas in der Art. Im Übrigen bin ich echt knapp bei Kasse. Ich habe Ware, aber niemand, dem ich sie verkaufen kann. Ich habe nur darauf gewartet, dass jemand wie du auftaucht. Okay, etwas kaufen. Was gibt's da denn? Luftabwehr-Todesschlag-Text. Kompendium für den Luftabwehr-Todesschlag. Eine Shinobi-Kampfkunst, die Fähigkeit wird bei Erwerb dieses Objekts freigeschaltet. Ah, eiserne Festung. Ein Eisenfächer aus dem Westen wird durch Einbau in die Shinobi-Prothese zum Prothesenmodul. Ich brauche wieder 2800. Ah. Bei dem also kann man nicht mehr verkaufen. Hier. Komm wieder, ja, ich komme wieder mit so viel Geld, wenn ich welches habe. Kann aber noch ein bisschen dauern.
Oh, das wird schon. Gehen wir erstmal hier hoch. Oh, hi. Hätte ich dich früher gesehen. Irgendwie schon ein bisschen billig. Ein Schlag und er ist weg. Was nützt mir das? Laufe ich gerade irgendeinen Weg rückwärts? Wie komme ich darüber? Das ist eine gute Frage. Nehmen wir uns erstmal den Loot. Müsste von da ganz hinten hier rüber stolzieren. Oh, Moment, nein. Nein, ich komme von da. Ich komme von da. Da waren wir unten bei der Schlange. Oh. Und dann sind wir hier hoch stolziert, glaube ich zumindest. Das kommt mir nämlich saustark bekannt vor, da hinten die Gegend. Ich glaube, das ist der Weg der Schlange, die wir gegangen sind. Ja gut, hier gibt es jetzt nichts mehr für mich zu holen. Aber gut zu wissen, wenn wir hier oben sind und kommen, müssen wir einfach nur da runterspringen. Und dann wären wir bei dem Dude. Na gut. Okay, wir sind ja schon eigentlich an der richtigen Stelle, wobei wir können auch direkt hinreisen, ganz ehrlich. Reisen. Nein. Das versunkene Tal. Ja. Moment, sind die Reisepunkte vielleicht nach Reihenfolge sortiert, in die wir sie abgehen müssen? Wenn ich jetzt mal gucke, Reisen. Erschiener Umland, sind wir also durch. Erschiener Burg sind wir durch. Verlassenes Verlies. Müssen wir das nicht dann als nächstes machen? Dann das bodenlose Loch runterspringen? Wir gucken einfach mal nach, was da ist. Ich meine, ich habe hier Zeit der Welt, also mir macht das Spiel Spaß. Wenn es mir nicht Spaß machen würde, würde ich hier durchlaufen. Oh, hi. Du bist jetzt hier unten? Oh. Sie ist leise, aber ich kann sie hören. Es ist, als würde sie weinen und jemanden rufen. Könnte sie mich damit meinen? Ich grüße euch. Hin und wieder kann ich sie hören. Ja, gebt mir ein Zeichen. Rufst du etwa mich? Was ist los? Huh? Ah, der Shinobi. Die Melodie hat mich hierher geführt. Hört ihr sie? Ganz schwach. Wie eine Brise im Wind. Sie kommt aus diesem Loch. Ihr hört sie doch, oder? Ich höre gar nichts. Oh, ich verstehe. Dann bin ich also der Einzige, der sie hören kann? Es hilft alles nichts. Ich muss dieser Melodie folgen. Diese Melodie ruft nach mir. Glaube ich zumindest. Ich glaube, wir sind hier schon mal runtergesprungen und haben dann festgestellt, dass es keine gute Idee war. Geht's hier immer noch gut? Wird man euch verstoßen? Was? Wenn ihr die Tiefen von Ashina erkunden wollt, dann solltet ihr euch lieber selbst hineinwerfen. Da drüben. Die Tiefen von Ashina sind dort drüben. Ich kann mich erinnern, dass irgendwie an den Seiten Loot war. Aha.
Na gut, noch ist das easy. Oh, die halten schon einiges aus. Das Problem ist aber, die stehen einfach wieder auf. Deswegen hier wir eigentlich nicht viel machen können. Ach, guck mal. Ach, das kennen wir? Da war ich schon mal. Tiefen von Ashina. Das heißt, rein theoretisch kann ich doch noch weiter runter, oder? Nee, jetzt nicht mehr. Eventuell springen wir das nächste Mal nach links und gucken einfach, was da ist. Aber wir laufen mal hier rum, gucken, wie weit wir hier kommen, bevor wir völlig am Arsch sind. Und was es hier überhaupt gibt. Magnetitschrott. Oh, Schlangenauge. Oh Gott. Gib mir zumindest den Loot. Wo ist denn das Schlangenauge? Au. Hä? Oh. Oh Gottes Willen, was geht denn hier ab? Ach, die alle sind die Schlangenaugen. Oh. Oder? Oder bist du jemand anderes? Nee, das ist jemand anderes. Okay, weiß ich Bescheid. Schlechter Weg. Schlechter Weg. Sehr schlechter Weg. Das können wir später machen, ne? Da habe ich jetzt keine Eile. Oh, göttliche Hilfe, sehr schön. Dann reisen wir mal. Ich wollte eigentlich zum bodenlosen Loch. Das Verlies, das scheint mir auch ein bisschen klein, oder? Mit zwei Wegpunkten. Da müsste ein. Da ist bestimmt noch ein bisschen was zu holen. Und dann springen wir diesmal nach links und gucken, was uns links erwartet. Okay, nichts. Es gibt also wirklich nur diesen einen Weg. Ich versuch's nochmal, scheiß drauf. Wir reisen ja eh gleich. Girolimo! Aha. Nee, den Ort kenne ich. Ah, gut, es gibt wirklich nur diesen einen Weg. Oder vielleicht doch nicht. Es gibt mehrere Punkte, wo man dann raufspringen kann, ja. Ansonsten gibt es hier keinen Weg. Na gut, springen wir. Geronimo! Alles klar. Oh nein. Ach Gott, jetzt bin ich hier, ne? Naja, wir haben ja zum Glück da hinten noch einen Schnellreisepunkt. Hallo Junge. Ich versuch's nochmal. Der war ja eigentlich gar nicht so schwer. Das Problem ist einfach nur, dass da so viele Hans-Dieters rumlaufen, die man vorher wahrscheinlich umbringen muss. Die Frage ist nur, stehen die auch wieder auf? Ich müsste ihn überraschen, aber ich weiß nicht, ob das geht. Das ist ein guter Test, ob die wieder aufstehen. Komme ich da nicht mehr hoch? Frage ist, ist das der Obermotz oder ist das der Obermotz? Ich glaube eher der da, ne? Vielleicht kann ich mich doch anschleichen.
Oder auch nicht. Oh, doch, kann ich. Ach, ernsthaft? Holy shit. Okay, du bist es nicht. Ey, ich hab geblockt. Ey, da wollte ich mich gerade dranhängen. Ernsthaft? Komm her, Mann. Weg vom Gift. Scheiße, Mann. Trinken wir erstmal was. Ja, ach komm. Spiel. Naja, gut, machen wir es so. Wenn der mich vergisst, ist das eigentlich perfekt. Ich weiß zwar nicht, wo das Schlangenauge ist, aber das werden wir auch noch finden. Aber um das mehrfach machen zu können, braucht man echt Geduld. Weil wir haben ihn ja noch nicht mal kennengelernt. Und so stark kann er ja gar nicht sein. Ach, das scheint doch hier Mr. Schlangenauge zu sein. Aber ich glaube nicht, dass der mich vergisst. Wir sind nämlich im Nebel des Krieges. Was so viel bedeutet, dass der Kampf begonnen hat. Und ich eigentlich nur seine Kollegen jetzt ausschalten kann, um es mir einfacher zu machen. Doch, da bist du ja. Oh, Gottes Willen. Jetzt dreh mal hier nicht so durch, Mädel. Okay. 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 Ist okay. Wir sehen uns ein andermal. Die dreht durch. So, willkommen zurück im versunkenen Tal. Wir versuchen hier unser Glück. Guck mal, da ist hier sogar jemand. Oh, shit. Ah, es sind doch die gleichen Leute wie eben gerade auch. Das heißt, so verkehrt waren wir gar nicht. Nur, dass hier eigentlich nichts ist, oder? Doch, da... Es ist gefährlich. Und ich weiß, dass es da noch einen anderen Weg gab, aber das gucken wir dann später. Ich vermute mal, wir treffen hier auf die Schlange. Ashina Umland. Jetzt sind wir zurückgegangen. Zumindest kommen wir wieder hoch. Was? Euch sieht man aber auch schlecht, Jungs. Huch. Gebetsperle, hier, einfach so. Nice. Beruhigungsmittel. Wasser. Karpfen, Fragezeichen. Auf jeden Fall Loot. Aber der falsche Weg. Ich wette, man kann auch irgendwie noch irgendwann später tauchen. Und dann müssen wir hierher zurückkommen. Weil viele Karpfen fliehen unter Wasser. Ich kann mir halt nur vorstellen, dass wir unter Wasser gehen müssen, um diese zu besiegen. Dann gehen wir jetzt halt wieder zurück und gehen in die andere Richtung ran. Alter, was man sich hier alles merken muss. Um wirklich alles mitzubekommen. Aber Gebetsperle, einfach so.
Wie haben wir jetzt? Ich habe keine Ahnung. Kann man hier, glaube ich, gar nicht sehen, oder? Inventar. Ja, müsste ich aber intensiver gucken. Warum kann ich hier unten entlang? Das hat doch nicht mal einen richtigen Nutzen, hier runter zu gehen. Hä? Vielleicht um... Ich weiß es nicht, das ergibt eigentlich gar keinen Sinn. Das sind jetzt wirklich keine starken Gegner, wo man Angst haben sollte, aufs Maul zu bekommen. Ja, cool. Wie wär's, wenn du dich, keine Ahnung, daran heftest? Dann gehen wir halt in die Richtung. So, ich weiß, dass da hinten ein Kollege ist und wartet, mich abzuschießen. Jetzt, wir schauen uns erstmal hier in Ruhe um. Gehen dann direkt hier runter. Gehen dann direkt darauf. Und töten den hier. Der wollte es aber wissen. War da unten noch was jetzt? Mein Tod. Ich wollte nur seichte runterspringen. Nein, hier war nichts. Hey! Achso. Gut, dass du gerade nicht hinguckst. Da musst du nicht sehen, wie du stirbst. Na gut, musste vielleicht doch. Es tut mir leid, dass du das mit ansehen musstest. Jetzt gerne kurz und schmerzlos gemacht. Keramiksplitters. Es freut mich übrigens, ein Spiel zu haben, wo mal nicht das Inventar einfach so voll ist. Ich meine, hier ist es auch voll, aber jetzt nicht so, dass du nichts mehr tragen kannst. Ich spiele in letzter Zeit nur Spiele, wo das Inventar einfach voll geht und das einfach nervig ist. Du hast nichts gesehen da oben. Ach da, da bist du ja. Und es ist immer schön, schwache Gegner zu sehen. Ich verstehe diesen Weg nicht ganz. Ich habe auch das Gefühl, dass ich irgendwie so ein paar Sachen vergessen habe. Keiner hier? Alles klar, okay. Kürbissamen. Oh. Aber Kürbissamen bringt leider nur was, wenn man lang genug überlebt. Bringt nichts, wenn man instant stirbt. Okay, wieder ein alternativer Weg. Wo soll ich denn lang gehen? Ich habe hier auch komplett die Orientierung gerade verloren. Ich weiß nicht, wo ich herkomme oder wo ich hingehe. Ah, okay, ich weiß. Hier, wir sind von da gekommen, glaube ich, ne? Sind dann hier rüber gesprungen, haben uns hier angeschlichen, haben den hier getötet und können jetzt hier runter. Wieso habe ich das hier eingesammelt? Oder komme ich von hier? Ist da gerade was runtergesprungen? Ich hab doch nur was Grünes runterfallen sehen und dachte nur, Gegenmittelpulver. Oh, Licht am Ende des Tunnels. Surprise. Au, ich wollte ihn gerade erstechen. Oh, du bist ein bisschen größer, ne? Aber mit einer Shotgun. Ich will den ganzen Weg nicht nochmal gehen, Junge. Also komm. Ah,
geblockt in letzter Sekunde. Dieser kleiner Sack, den hätte ich zuerst nehmen sollen. Kann ja keiner riechen, dass da so ein Mopsi rumläuft. Da, das hättest du mich gekostet. Bist du mein Freund? Ist ja unglaublich. Puh, Figur des Bildhauers. Halt, wenn ich hier jetzt raste, sind die doch wieder da. Tatsache. Wo ist Mopsi? Wieso liegst du da, Mann? Ist okay, Junge. Boah, ich kann ihn nicht von hinten schnappen. Das tut mir echt leid. Ah, wie gemein ist das denn, dass der da hängt und schläft? Magnetitschrott. Ist nicht dein Ernst, dass du jetzt herkommst. Nicht mal in Ruhe looten darf man. Ich muss kämpfen. Oh nein, ich muss kämpfen. Okay, zuerst die Schwachen. Also, Friendly Fire! Das war Friendly Fire! Ach du Scheiße. Hallo, stirb! Okay. Jetzt zu dir. Einem Mann in den Rücken schießen. Ich dachte, ihr seid alle so edle Krieger. Ha? Au. Das Axt gegen den Kopf. Au. Der ist echt fies, ey. Haha, ich war zuerst. Trinken wir kurz was? Möchtest du nochmal die Axt? Okay, gegen die zu kämpfen macht echt keinen Spaß. Weil ich mich nicht anschleichen kann, das ist so gemein. Ich schleiche mich doch so gerne an. Naja. Sprechen wir erstmal mit ihm. Die Kanonenfestung war noch stärker, als wir gehört hatten. Das war leichtsinnig. Unvorbereitet hineinzugehen. Ah, das weckt Erinnerungen. Ich höre die Senpo-Tempelglocke. Oh. Ist das die Glocke, die wir kennen? Kann ich den Hut nehmen zum Spielen? Nein. Okay, die Kanonenfestung. Wir haben einen Schlüssel für die Kanonenfestung erhalten. Die Frage ist nur, wo ist der Zugang? Ich werde hier auf jeden Fall erstmal rasten und dann die Folge beenden. Und dann gehe ich jetzt nämlich den Kürbissamen holen und dann sehen wir den Kürbissamen, die Flasche quasi erweitern und dann sehen wir uns hier wieder. Ciao, ciao.